So, Bäuschen ist wieder rum. Lunge ist gefüllt mit Qualm. Weiter geht's. Das letzte Stündchen für heute ist angebrochen, denn ich mache heute nicht so lange. Ich habe dann hier noch ein bisschen was im Real Life zu tun. Und will dann später noch an die PS4. Wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal dahin. Das heißt, irgendwo da oben. Gut, dann machen wir das und fahren wir da mal hoch. Ohne zu kämpfen, wenn es geht. Ach, das automatische Fahren ist schon nice. Die Lenkung ist ein bisschen creepy. Ja, ich muss dann da hoch, wo der eine andere Spieler war. Gut, dann machen wir das. Anders. Warte mal, jetzt muss ich selber die Steuerung übernehmen. Wo war das? Hier. Hey, kämpfen! Sag mal, hast du auf dich zu heilen? So ein Arsch hat er sich einfach geheilt. Bin ich hier überhaupt richtig? Jetzt sag mir nicht, ich bin falsch. Lass mich hoch. Ach Mann. Ach Mann, muss ich ja doch wieder kämpfen. Was will denn der Knecht? Ha! Du wolltest kämpfen, hast du Pech? Wo soll denn hier oben der Eingang sein, bitteschön? Ich habe hiervon keinen gesehen. Sith Sturmkommandant. Ah, komm. Der reizt mich jetzt. Ja. 601 Credit. Wow. Aber, hä? Wie komme ich denn hier hoch? Oh, nee. Ich muss da lang. Okay, alle, die das jetzt auf YouTube sehen, ihr dürft gerne mal auf Pause klicken und mal zählen, wie alt der Baum ist. Noch nicht. Ich will nicht kämpfen. Ah, na dann. Kira, kriegst du es alleine hin? Anscheinend nicht. Kira, du gehst jetzt just for fun auf Schaden. Ich will hier ein bisschen durchrennen. Hä? Hä, wie komme ich denn da hoch? Och nö. Okay, Kira. Nice, nice. Den Sith lassen wir jetzt mal in Ruhe. Hä, wie komme ich denn da hoch? Das wollte ich jetzt nicht.
Die Lift ist ein Kanalisationseingang. Das muss unten sein. Oh. Wenn es in die Kanalisation geht, muss es definitiv unten sein, aber... Wo? Ist es das dort? Aber nee, das kann es nicht sein. Das ist ja viel zu weit weg. Nee, ist es auch nicht. Oh! Okay. Stimmt, ich habe drei Berufe. Ha. So, apropos drei Berufe. Die sind noch am Arbeiten. Aber wie komme ich jetzt in das Kanalisationsteil rein? Das müsste ja rein theoretisch hier sein. Oder ist das auf der anderen Seite? Werden wir gleich herausfinden. Und mein Haustier ist auch schon wieder weg. Okay, du bist auch live. Oha. Da weiß ich, wen ich dann später raiden werde, wenn noch ein paar Zuschauer kommen. Wie mache ich das jetzt? Der Weg ist es nicht. Wir machen erstmal hier in der Hauptquest weiter. Vielleicht führt mich ja die Hauptquest auch da runter, dann wäre das easy. Hier drinnen. Jedi, Mitglieder eures Ordens sind hier immer willkommen. Bitte tretet näher. Ich bin General Corvin, zu Diensten. Das hier ist Major Trigg, meine rechte Hand. General, bleibt bitte beim Thema. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, wird das Imperium uns endgültig vom Planeten vertreiben. Mhm. Ihr wisst, dass wir den Feind nicht angreifen dürfen, Major. Die Minen und Fabriken würden völlig schutzlos zurückbleiben. Das Risiko müssen wir eingehen. Ihr stimmt mir doch sicher zu, oder? Wir können nicht einfach zusehen, wie das Imperium immer weiter vorrückt. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich ein Urteil fällen kann. Eure Vorsicht ist gut. Wir haben nicht das Recht, das Leben unserer Leute so leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Ich werde nicht zulassen, dass unsere zivilen Arbeiter ungeschützt sind, nur damit wir einen Angriff starten können. Das war mein letztes Wort, Major. General, ich erhalte gerade einen Notruf aus den Arbeitslagern. Ich stelle ihn durch, Sir. Ist da jemand? General Corvin, ihr müsst uns helfen. Imperiale Pioniere haben die Giftleitungen aufgesprengt. Das Gift stürmt überall hin und verseucht meine Leute. Wir kommen nicht an den Imperialen vorbei, um die Rohre wieder zu versiegeln. Tut alles, um eure Leute da rauszuholen. Hilfe ist unterwegs. Corvin, Ende. Wie weit ist das Lager weg? Sind Truppen in der Nähe stationiert? Das Lager ist nicht weit, aber die meisten unserer Leute sind in den Minen stationiert. Ich will nicht, dass ihr eure Truppen von den Minen abzieht. Das könnte ein Schachzug sein, um uns herauszulocken. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, geht bitte zu dem Lager. Vertreibt die Imperialen dort und versiegelt die Leitung. Ich bin so schnell wie möglich dort. Nehmt diese Heilungsaufputscher. Sie sollten dem Gift entgegenwirken. Sprecht mit dem Vorarbeiter, sobald alles sicher ist. Und viel Glück. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Heilungsaufputscher. Okay. Ja. Okay, die Hauptquest tatsächlich, die richtige Story-Hauptquest ist hier schon durch. Das ist jetzt einfach nur planetenrelevante Story-Quest. Aber die machen wir natürlich. Daran soll es nicht scheitern. Ich würde aber rein technisch gesehen hier erst einmal aufdecken alles. Denn mich würde mal interessieren...
Es liegt alles auf dem Weg. Nee, anders. Wo ist... Hallo? Gleiter? Da. Nee, das ist ein Gleiterhändler, den will ich nicht. Hier vorne. Ja. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Gibt's hier überhaupt Datacrons, mal so ganz doof gefragt? Weil das würde sich hier mit diesen ganzen Steinklippen und alles eigentlich richtig gut machen. Oh, die Bäume. Boah, die sehen so geil aus. Da kriege ich glatt richtig Bock auf Minecraft und mir so einen fetten Baum bauen, den ich Yggdrasil oder Yggdrasil taufe. Nicht X, da wird ja Yggdrasil ausgesprochen. Oh, geil. Okay. Hä? Jetzt ist das hier runtergerutscht. Das, was dort war, ist... Hä? Okay. Moment mal. Das jetzt da runtergerutscht ist, dann machen wir natürlich erstmal die Quest. Hallo? Hallo? Komm ich hier irgendwie... Alter. Oh, was haben wir denn hier? Oha. Ausdauer steigt um 36%. Ne, um 396. LOL. Gibt mir ein bisschen mehr Leben. Machtkraft geht komplett flöten. Ich tausche das jetzt einfach aus. Das hat irgendwas. Komm ich hier? Kann ich hier? Hui! Nö, kann ich nicht. Oh mein Gott. Au. Au. Das ist nicht das Kanalisationsrohr, wo ich rein muss. Was ist das hier? Nö, mit dir spreche ich nicht. Nö. Ich muss ein ganzes Stück weiter brettern hier. Da komme ich nicht rein. Dahinter geht's, glaube ich, auch nicht. Geht das da hinten weiter? Was ist das denn? Ich muss da hinten lang. Ja, uns die fetten Brühe da oben hervorknöpfen. Alter! Die Macht ist mit mir. So. Kira, kurz heilen. Und dann greifen wir den da an. Alter, wo bist du?
Oh, aber die ist nicht so gut. Da ist noch so ein Druide. Natürlich kann ich hier nicht durchrennen. Dahin, wo ich hin will. Guck mal, was sind die? Hab ich? Ich hab doch und. Nein, hab ich nicht? Okay. Why not? Warum komme ich da nicht hin? Wo ich gerne hin möchte. Oh, und das da unten. Okay, jetzt kann ich hier runterfahren. Und das denn? Ah. Okay. Ich wäre gern da oben weitergelaufen. Würde mal interessieren, ob es da oben irgendwas gibt. Hm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was ist denn das hier? Das ist einfach nur ein Höhleneingang, okay. Valhalla in Star Wars. Moin, moin, Tu. Was? Tu Gun Hitcher. Oh Gott. Wie könnt ihr euch nur so einen schweren Namen einfallen lassen? Ja, Valhalla in Star Wars. Muss ja sein. Als Wikinger. Komm ich da noch mal hoch? Nö, schade. Doch, das war da ganz so. Ich möchte jetzt gerne mal in so Kriegslager der drei Familien. Ja, da muss ich hin. Nein. Die fahren wir nicht an. Gibt's hier keine Datacrons? Hm. Na, ich bin schon wieder vorbei. Da hoch muss ich. Komm ich da so einfach hin? Anscheinend nicht. Lass mich hoch. Hier komme ich nicht hoch. Hä? Wie soll ich da zum Eingang kommen?
Wollt mich ganz verarschen? Wie soll ich denn da hochkommen? Nee, bitte was? Was ist das denn? Ja. Okay. Nein, lass mich da bitte. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Scheiße. Wie komme ich dort hoch? Man kann hier auch nicht ranzoomen an die Map. Das ist so nervig. Darum. Ich muss halt zu dem Außenposten dort nochmal. Ich glaube, ich hätte da nicht runterplumpsen dürfen. Wo bin ich jetzt lang? Ich bin hier runter. Au. Und dann da drüben bin ich irgendwo hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, hier nicht. War das hier? Ne, das war doch nicht hier, oder? Warte mal. Nein, ihr seht mich nicht. Nein. Pfui. Aus. Ihr geht. Eklig. Nein. Tschüss. Hä? Ich bin schon wieder falsch. Hier bin ich doch vorhin gelandet, wo ich runtergefallen bin. Ja, ich weiß, ihr habt mich gesehen. Greift mich ruhig an. Nee, stopp mal. Hier bin ich noch nicht runtergefallen. Da hinten bin ich runtergefallen. Hier gab's nix und hier bin ich nämlich runtergeplumpst. Genau. So. Fahre ich jetzt richtig? Ich weiß nicht, ob ich richtig... Ne, Moment mal. Hier unten bin ich doch vorhin lang. Hä? Hey, wie soll ich denn da hinkommen, bitteschön? Ich kann da ja auch einfach mal nicht... siehe durch die Mockfans und weitere entfernte Ziele von... Interesse zu identifizieren und zu scannen. Wenn du ein Objekt gescannt hast, werden die Interface. Ja, schön. Das bringt mir hier nicht viel. Weil ich damit den Eingang einfach nicht finde. Jo, ich geb dir recht. Ähm.
Ich muss in die Kanalisation. Oh. Alles klar. Hier kannst du gleich weitermachen. Ich stecke jetzt erstmal die ganze Map auf. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöde hier. Hier lang. Jetzt fahren wir hier hoch, den Weg lang. Oh, hier ist wieder was zum Scan für mich. Was ist denn das überhaupt? Faserpanzer Bondage. Okay. Was? Steht auf Bondage. Ja. Ich weiß, ich habe das falsch vorgelesen. Ist mir aber egal. Und da hinten kommt die Sith-Ecke. Das heißt, es wird gleich gefährlich. Oder auch nicht. Einfach nur ein Außenposten der Sith. Wow. Aber ich verstehe das mit dieser Kanalisation einfach nicht. Jetzt ist das wieder dahin gerutscht. Von da nach da. Also so langsam kotzt mich das ein bisschen an. Irgendwie, irgendwo muss ich doch dahin kommen. Ich stecke hier jetzt alles auf und dann muss es mir den richtigen Weg anzeigen. Ja, ein Stückchen noch fahren, dann ist das da oben aufgedeckt. Aufgedeckt sein. Ja. Da ist noch mehr zum Aufdecken. Da ist noch mehr. Da ist aber auch so ein Kanalisationsrohr. Da sind sogar zwei. Und wieso komme ich da nicht rein? Was soll das denn? Voll Mobbing heute hier. Mann, Mann, Mann. Na komm, jetzt deck off. Nice, jetzt können wir zum nächsten fahren. Für alle, die sich fragen, warum ich so dämlich fahre, ich habe Autofahren an. Warte mal, was? Autofahren wieder an. Damit ich jederzeit die Map ausschalten kann. Nein. Nein, ich schmecke nicht. Geh weg. Ich schmecke wie altes Leder. Grüß dich. So, geradeaus bis zur gestrichelten Linie auf der Minimap. Und
Selbst die fortschrittlichen Droiden können aus dem Ohr eines Bantras keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich, nächstes Mal zu bessern. Okay, aufgedeckt ist es. Aufgedeckt ist es. Jetzt fehlt nur noch das hier unten. Und trotzdem, ich verstehe das nicht. Schleicherleutnant infiltriere Schleicherleutnant verdammt in der Abwasser. Ja, ihr Witzbolde. Ihr seid Witzbolde. Wie soll ich das infiltrieren, wenn ich nicht mal weiß, wo es reingeht? Wow. Daumen hoch dafür. Däumchen hoch dafür. Naja, dann machen wir erstmal die Hauptstory-Quest weiter hier. Ne, die Planeten-Story-Quest, so. Oh! Hi! Ich bin Ike. Was ist los mit dir? Du willst nicht reden? Dann hast du Pech. Na, natürlich, ihr guckt mich gar nicht an und ihr seht mich. Okay, oder? Sehr schön. Padawan, du wirst immer besser. Zwei geheilt, fehlen nur noch zwei. Alter, hier könnte Star Wars so gut Datacrons verstecken. Mit Jump'n'Runs. Und die könnten sich ruhig mal bedanken, dass ich sie heile. Was? Rein. Nö. Oh. Ey, warum hat die Kilo das jetzt gescannt? Naja. Hey, was ist denn hier los? Steh auf. Für mich? Nö. Meine Leute schulden euch ihr Leben. Wir werden das niemals vergessen. Dank euch können wir die Mine wieder zum Laufen bringen. Es war mir ein Vergnügen. Wir
müssen unsere Quoten schaffen. Und das Imperium macht es uns nicht gerade leicht. Wartet, General Corbin kontaktiert uns gerade. Ich hatte gehofft, euch zu erreichen. Wurde die Leitung gesichert? Fürs Erste scheint hier alles unter Kontrolle zu sein, General. Ausgezeichnete Arbeit, Jedi. Die Republik steht in eurer Schuld. Das Imperium antwortet auf seine Niederlage hier, indem es einen Frontalangriff auf unsere Minen vorbereitet. Sie ziehen dabei Truppen von ihrer Stützpunktverteidigung ab. Das verschafft uns eine Gelegenheit zum Angriff. Ihr wollt also die Chance nutzen, den imperialen Stützpunkt anzugreifen, solange er ungeschützt ist. Ihr könnt die Truppen nicht aus der Giftmine abziehen. Was wird mit meinen Leuten geschehen? Major Triggs Division ist immer noch in der Mine stationiert. Sie stehen unter heftigem Beschuss, aber sie halten noch durch. Bei allem Respekt, General, aber ihr könnt Triggs Männer nicht alleine in der Mine lassen. Meine Leute werden dort massakriert. So eine Chance bekommen wir vielleicht nie wieder. Es ist gefährlich, aber wir müssen das Imperium jetzt angreifen. Der Angriff auf den imperialen Stützpunkt könnte unsere Minenarbeiter das Leben kosten. Aber wir würden einen strategischen Sieg erringen. Wir dürfen unsere Mine nicht opfern, nur damit wir Rache üben können. Danke. Diese Leute leisten der Republik gute Dienste. Sie haben es verdient, beschützt zu werden. Meldet euch im Kriegslager der drei Familien, wenn ihr fertig seid. Es wird Zeit, dass ihr unsere Verbündeten trefft. Corbin, Ende. Na dann. Das ist dort. Ich will immer noch wissen, wo dieser Kanalisationszugang ist. Da ist er nicht. Nee, das da hinten war nur Gruppenphase. Nee, das ist es auch nicht. Doch. Warte mal, da muss ich ja jetzt hin. Aber das ist doch Imperium-Zeug. Hä? Muss ich nicht verstehen. Was? Ich dachte, ich soll diesen Typen treffen. Warum? Warum muss ich jetzt kämpfen? Hä? Ach, die sind hier eingedrungen, die Schweinebacken. So was. Die trauen sich hier was. Thank you.
So. Ich dachte, ich hätte den Dalakron gehört. So, was jetzt? Dahin. Zu dem da. Okay. Erledigt. Blaster brauche ich nicht wirklich. Bringt wieder gutes Geld, hoffentlich. Aber ich sollte jetzt hier rein und kämpfen und... Ich dachte, ich sollte mich mit dem einen Typen treffen. Was soll denn das? Das ergibt ja mal null Sinn. Fahr mal deine Lanze ein hier. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich dahinter. Okay, was ist das hier? Ich sollte noch einen von der Streitmacht kalt machen. Dann machen wir noch schnell den Ziff hier. Alle. Das war's dann jetzt. So, hör mal. So. Und dann einmal nach da unten. No. Okay. Ja. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Mach ich gerne. Nee, weg damit. Moin moin, Mr. Guy. Mr. Gunny. Entschuldigung. Hat mich sehr gefreut. Ich komme nicht. Egal, ich mach jetzt erstmal hier weiter. Nee, es dürfte gar nicht sein. Komm ich
mich hier irgendwie auf die Mauer. Das bringt's auch nicht. Hä? Ich verstehe das nicht mit diesem Nebenquest-Eingang. Moment mal, ich fahre jetzt mal hier lang. Hier hoch komme ich ja nicht. Und wenn doch, dann habe ich... Was du? Okay, Moment. Ha! Ich wusste es doch. Nee, das war wieder klar. Hier komme ich nicht hoch. Nein, nein! Oh, ich hab jetzt von den teuren Dingern verballert. Oh, ich hab was aufgedeckt. Lol. Jetzt interessiert mich das mit der Kanalisation trotzdem. Alter! Und was kriege ich? Eine Sturmkanone. Alles klar. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Gibt's hier irgendwo einen Eingang zur Kanalisation? Der ist zu. Rein. Ich verstehe das einfach nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, das ist jetzt aufgedeckt. Bist du rein theoretisch hier rein? Rein theoretisch. Schade. Ich bin eh ganz ver... Hä? Ich bin komplett falsch, aber hier unten soll es irgendwo weitergehen? Hier geht's nirgendwo weiter, lull. Ah, doch, hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ha, okay. Ich glaube, das hier kommt man später noch mal irgendwie hin. Na los, Kira, bring's zu Ende, nice. Eigentlich könnte ich Kira alleine hier kämpfen lassen, die macht das alles alleine.
Schön! Ich liebe mein Padawan. Na dann, Kira, du bist wieder dran. Ich helfe dir einmal. So. Ich loote, du machst kaputt. Schönes Team. Captain Girek. Nice. Ich wollte eigentlich in die Kanalisation. Jetzt bin ich hier. Wow. Naja. Da kann ich ja mal ganz kurz diesen hier machen. Genau. Ja. Die Kanalisation, keine Ahnung. Das sollte jetzt hinter mir sein. So. In diese Richtung. Und jetzt da. Nee, da. So. Aber hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Ich müsste da hoch. So, da hoch komme ich aber nicht. Verstehe das nicht. Das ist eine Logik, die will mir irgendwie nicht klar werden im Kopf. Normalerweise der Eingang in die Kanalisation ist der ziemlich weit unten. Das Ding bringt mir da herzlich wenig. Hey Kira. Na? Ich verstehe das irgendwie nicht. Komme ich hier irgendwie aufs Zelt hoch, dann könnte ich eventuell auf die Mauer springen. Natürlich kommt man nicht aufs Zelt hoch. War ja so arschklar. Oh. Oh. Kira, hör auf mir alles nachzumachen. Kommt man nicht hoch. Oh, vielleicht hier drüben. Na, na, ich war fast oben. Na, hörst du? Sag mal. Sag mal. Alter, jetzt lass mich doch mal da hoch, Mann. Nee, geht nicht. Scheiße. Ich verstehe das nicht. Ich werde das dann im nächsten Stream nachgucken, prüfen, testen, wie auch immer. Jetzt. Wie spät haben wir es denn? 19.20 Uhr und 4 Stunden am Stream. Das reicht tatsächlich für heute. Denn ich habe im Real Life noch ein bisschen was zu erledigen.